Okay, was meint ihr? Sollen wir erstmal wieder rausgehen? Aber warte mal, war gerade eine Scooty. Die kommt sogar hier runtergekrabbelt. Ja, ja, ich weiß, ich habe nur noch einen Tag. Ich kann halt nichts machen, ich kann nicht schießen und nichts, das ist so traurig. Okay, komm. Ich warte kurz. Weiß halt nicht, ob es hier irgendein Item gibt, was ich... Ja, ein Minusrubin, das ist super. Scheiße. Okay, ich könnte mir vielleicht noch was holen, aber ganz ehrlich, ich will lieber noch ein bisschen Progress machen. In der Hoffnung, dass ich irgendwo noch was bekomme, was mir was nützen könnte. Okay, da komme ich nicht hoch. Scheiße, ich habe gleich Game Over. Ja, das war super. Kacke. Okay, was passiert beim Game Over? Ich krieg eine Fee. Ja. Logisch. Was? Dein Ernst? Wo? Geht weg. Ich hab's ja schon kapiert. Zeitverschwendung war das. Pure Zeitverschwendung. So, okay. Was machen wir jetzt? Wir gehen jetzt erstmal schnell hier rein und schießen ein Foto von dem, von dem Typen, oder? Das mache ich jetzt erstmal schnell. Und dann fliege ich erstmal meine Runden, glaube ich. Also hinten rum. Ne, das reicht nicht. Guck mich an. Die sehen ja so komisch aus. Okay, ich nehme es einfach mal mit. So, und jetzt? Gehen wir erstmal links lang. Die könnten ja ruhig mal die Wachen abziehen, oder? Ich meine, es ist Final Day, da könnten sich die doch alle mal frei nehmen. Na, natürlich. Was? Alter, lass mich spielen. Oh, guck mal, hier gibt's schöne Sachen. Fee. Jo, das Auge der Wahrheit. Für Ocarina of Time, okay. Was haben wir hier? Skulltula-Token. Wir haben Stone of... Ja, okay. Das ist natürlich jetzt sehr nice. Oh, schöne Sachen auf jeden Fall. Da geht's weiter. Nice. Wir kriegen ein bisschen Progress, Leute. Ist ja der Wahnsinn. Was ist das? Ocean. Ja, das nützt mir leider auch gar nichts, weil das bekomme ich halt nicht. Das ist halt das Ding. Aber das nützt mir aktuell halt nix. Gar nix sogar. Das Bomber-Notizbuch. Habe ich das hier überhaupt drin irgendwo? Nö, doch hier. Bomber-Notizbuch, okay. Okay, wir kriegen auf jeden Fall krasse Sachen. Zumindest ein bisschen. So, das... Hier komme ich, glaube ich, nicht weiter. Warte mal, ich muss noch das Auge der Wahrheit. Wo ist denn das Auge der Wahrheit? Das habe ich auch bekommen. Und das Schild muss ich auch noch. Schild. Auge der Wahrheit. Hat man das irgendwo? Hier. Kein Doppelklick. Warum macht der immer Doppelklicks? Ja, ich glaube hier... komme ich noch nicht weiter. Hier schmeiße ich mal schnell raus. Okay. Wir haben...
Ich meine, dann fängt der Timer an mit den 5 Minuten, ne? Das ist vielleicht gar nicht so schlecht, wenn der Timer dann anfängt. Oh, hier sind auch nochmal schöne Sachen. Requiem of Spirit. Oh, da komme ich in den Geistertempel. Und das Kraftarmband kann ich auch gleich noch. Perfekt. Shit! No, das ist kacke jetzt. Lass mich nochmal rein, lass mich nochmal rein, lass mich nochmal rein. Keine Zeit zu verlieren. Verarschen, wie schnell dreht er sich denn um? Zack, zack, zack. Und ein schönes Herzteil für Ocarina of Time. Dann habe ich hier hinten gesehen, gibt es auch noch Sachen, oder? Wo bin ich denn? Hier. So, ein weiteres Token. Ah, gut, gut, gut. Hier gibt es schöne Sachen auf jeden Fall. Und hier ist auch nochmal ein Token. Was haben wir hier Schönes? Ah, die nächste Erweiterung für das Schwert. Das müsste das sein, ne? Ja. Und das wäre ein Herzteil. Genau. Super. Schöne Sachen bekommen. So, dann gucken wir hier nochmal lang. Denn theoretisch könnte man jetzt hier noch ein Lied lernen. Ich habe aber keine Ocarina. Das ist eigentlich das Hauptproblem an der Sache. Aber war hier nicht auch ein Loch? Ist hier nicht normalerweise ein Loch? Oder bin ich jetzt falsch? Wo ist normalerweise dieses Loch? Hä? Bin ich jetzt so falsch gerade? So. Truff da. Ja, es bringt mir halt nichts, ne? Was ich jetzt hier mache, weil ich brauche die Ocarina eigentlich dafür. Ja, das kann ich schon vergessen hier. Also sind wir mal ehrlich, eigentlich brauchen wir die Stadturkunde. Wenn wir jetzt mal ehrlich sind, ne? Ja. Weil oben auf dem Ding ist ja die Ocarina drauf. Das heißt, eigentlich brauche ich die Stadturkunde. Und ich hüpfe jetzt hier in das Loch rein. Schön Ocarina of Time, das gefällt mir. Gott sei Dank. So, wir haben die Kundnüsse en masse. Lens of Truth, das ist... Wir können jetzt halt in die Wüste gehen. Da können wir auch ein bisschen was wegbomben. Da haben wir noch ein paar Eingänge und so. Mal gucken. Das Progressive Sword. Aber das habe ich doch schon, oder? Warte mal. Ach nee, das ist das Master Schwert. Okay. Ja, das ist doch schön. Der hatte einfach das Masterschwert dabei. Golden Skull Tula Token. So viel Geld habe ich nicht. Red Potion brauchen wir auch nicht. Okay. Ja, aber das Masterschwert für 35 Rubine, das ist doch eine nette Sache, oder? Masterschwert, 35 Rubine. Na klar. Alter. Was macht denn mit mir? Komme ich diesen Weg einfach zurückgehüpft? Oder ist es besser zu fahren?
Guck mal, da gibt es auch ein bisschen Items. Da ist sogar ein Boss-Key. Für die Great Bay. Was, Alter? Okay. So. Jetzt gebe ich das Bild noch schnell ab und ich glaube, dann würde ich auch wieder zurückgehen. Liebe Leute. Ich denke halt über das Ding of the Spirit. Alter, was ist denn eigentlich mit mir los? Ich habe schon 31 Minuten aufgenommen. Ich glaube, ich werde den Part splitten in zwei Teile. Okay, wir sind in den letzten 6 Minuten angekommen. Guck mal, was ich hier Schönes fotografiert habe. Oh ja, es ist der König persönlich. Ich krieg eine Feder für, Alter. Das kann doch nicht dein Ernst sein. Ja gut, Leute, wir haben erstmal alles getan, was wir konnten. Mehr geht erstmal nicht. Ich weiß halt nicht. Der nimmt das ja nicht an, ne? Wir brauchen bei dem ja die Stadturkunde. Oder? Achso, ich muss ja mit dem... Nee, danke. Okay, und weiter geht's. Mit den Hasenohren. Tja. Nee, also ich glaube, es ist wirklich gerade der beste Weg, einfach mit den Geistern weiterzumachen. Also im Geistertempel. Wüsste nicht, was ich jetzt sonst noch machen könnte. Bogenschießen könnte man noch machen, aber weiß ich halt nicht, ob ich da was gewinnen könnte sein, klar. Aber die Zeit tickt, deswegen ich werde erstmal den Geistertempel weitermachen, in der Hoffnung, dass ich da vielleicht irgendwo die Stadturkunde erhalte. Wir haben zumindest erstmal einen guten Start hingelegt, sag ich mal. Oh. Wie viele habe ich jetzt bekommen? 5. Damit könnte man zum Beispiel jetzt auch nochmal dahin gehen, wo diese Steine waren, diese großen. Ich weiß noch nicht mehr, wo das war. Habe ich das irgendwo aufgeschrieben? Handelt der eigentlich auch mit mir? Nö. Macht er nicht. Ja, ich könnte jetzt da hochgehen, aber bringt mir das was? I don't think so. Mich würde trotzdem interessieren, was passiert, wenn jetzt der Tag rum ist. Klar, wir werden wieder resettet, oder? Aber was genau passiert noch? Würde mich sehr interessieren. Okay, Leute, wir gehen in den Geistertempel als nächstes. Ich glaube, das ist eine gute Wahl. Ja, wir haben da, denke ich mal, ein bisschen was zu tun. Wir haben jetzt auch das Auge der Wahrheit. Das ist halt für einen Brunnen eigentlich ganz geil, aber da fehlen... Im Brunnen sind wir ja soweit durch. Da fehlen mir ja eigentlich nur noch die Schlüssel, ne? Ich muss erstmal einen Schluck Kaffee trinken. Im Brunnen haben wir, glaube ich, erstmal alles soweit durch. Da ja, fehlt mir Zeldas Wiegenlied und ansonsten bin ich da eigentlich ganz zufrieden. Ich kann sogar das Masterschwert nehmen. Was ist das denn? Haha, ist das geil! Oh, wie gut! Sieh einfach mit Master Sword.
Nice. Okay. Wir gehen jetzt in die Wüste, Leute. A runter A, rechts runter A. Ich bin gespannt. Ich bin gespannt, was uns dort erwartet. Also wir haben wieder krasse Items bekommen in dieser Folge. Also richtig gute sogar. Vielleicht ist es ja auch ein Gerandemeister-Dingens, ne? Man weiß es ja nicht. Aber krass, dass wir schon wieder so stark sind. Bevor ich jetzt allerdings... ich muss jetzt erstmal wieder klarkommen. Ich habe keinen Zeitdruck, ne? Ich kann mir schön Zeit lassen, alles. Oh, schön. Bevor ich jetzt aber da reingehe, ich gehe erstmal ganz kurz hier ran. Zack. Huh. Aua. Und guck mal hier rein. Es ist tatsächlich noch eine Feenquelle. Ey, ich habe alle Feenquellen, glaube ich, gefunden schon, oder? Ich glaube ja. So. Haben wir denn hier irgendwo eine Skulti? Eine güldene. Und was passiert, wenn ich hier den Song of Storm spiele? Da kommen ja normalerweise Feen raus. Sind die gerandomized? Ist eine gute Frage, oder? Ich will es zumindest mal ausprobieren. Alter, war es tatsächlich? Hä, wie krank? Magic Bean in Majora's... Na ja, gut, das bringt mir jetzt nicht so viel. Small Key für ein Fire Temple. Der zweite. Irgendwie macht der mal Doppelklicks. Dann eine reguläre Fee. Das ist ja sowas von krank. Ich hätte nicht gedacht, dass das jetzt funktioniert. Aber. So, dann fliegen da jetzt nur noch Pfeile rum, ne? Und eine Skulltula scheinbar gerade aktuell auch nicht hier zu haben. Ich hätte gerne mehr Magic Beans für Ocarina of Time. Da bin ich ganz ehrlich. Okay, ich glaube... Ich glaube, die Skulltis sind ja alle teilweise eher als Erwachsener vertreten. Gut, Leute, wir gehen rein in den Tempel. Theoretisch... Ne, wir müssen als Erwachsener einmal hin, ne? Ja. Oh, Chrono Trigger. Okay, Tempel ist auf jeden Fall nicht gerandomized. Ist aber auch nicht schlimm. Alter, mit diesem fetten Schwert, ne? Ist das schon irgendwie cool. Kriegen wir ein Item dafür? Leider nicht. Okay. Let's go. Schauen wir mal, was wir machen können. Wir haben halt keinen Schlüssel. Das heißt, weit kommen wir nicht. Die Musik ist echt cool. Okay, gehen die Türen auf? Jo, Türen geht auf, links, rechts, Feuer frei. Und das ist ja wie ein Rundgang jetzt, ne? Da können wir vielleicht ein paar Items absahnen. Das wäre toll. Oh Gott. Wir haben ja Gott sei Dank das Master-Schwert. Wie gut das einfach ist. Und wir haben auch einen Boomerang. Boomerang. Das heißt, theoretisch... Wollte ich jetzt nicht. Zack. Und da kriegen wir eine schöne Schatzkiste. Warum auch immer die so silbern ist. Weil die einen Schlüssel für den Geistertempel enthält. Jawohl. Ja, schön. Da kommen wir ein bisschen weiter.
Weiß zwar auch nicht genau wie weit, aber wir werden schon irgendwie. Und hier mit ins Feuerentferner können wir auch arbeiten. Cool. Aber ich glaube, hier gibt's. Gibt's hier eine Schatzkiste? Ich glaube nicht. Aber da ist. Zack. Ach so, das macht nur das Feuer an. Ah ja, ich verstehe. Gut, Leute, ich glaube, das ist der richtige Moment, um den Part für heute zu beenden. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Es war jetzt eine krasse Doppelfolge. Ich werde die wahrscheinlich in der Mitte schneiden. Ihr werdet das dann merken. Ja, wir haben gut was gemacht, gut was gefunden. Und dann geht's hier im nächsten Part im Geistertempel weiter. Ist echt ein krasser Randomizer bis jetzt. Also ich bin echt gespannt, wie es noch weitergeht. Bis zum nächsten Mal. Tschüssi, euer Zelda-Junge. Tschüssi.